Servus Leute, euer Heubi mit einem weiteren Review hier. Wir haben heute das S&T M870 in der SCD-Version zu Gast. Zu bekommen ist das ganze Ding bei Begardi. Kommen wir nun auch gleich zum Lieferumfang. Was ist alles dabei? Also das Ganze wird in diesem schlichten schwarzen Pappkarton geliefert mit der S&T-Aufschrift, einer Explosionszeichnung, der Waffe selber, paar Warnhinweisen. Was ist noch alles dabei in der Verpackung? Wir haben einmal eine Bedienungsanleitung, einen Reinigungsstab, das 22 Schuss Magazin, wo das reinkommt, sage ich euch noch, und natürlich das Schmuckstück selber. Kommen wir auch gleich zu den technischen Eigenschaften der Waffe. Das Ganze ist ein Federdruck-Repetiersystem im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist hier oben durch die Madenschraube einstellbar, sehr präzise, wie wir finden. Das Material ist aus Metall und Echtholz. Die Kapazität fasst hier im Magazin 22 Schuss, was auch vollkommen ausreichend ist, wie wir finden. Die Energie wird laut Begardi 1,6 Joule angegeben. Das haben wir natürlich gleich für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt 104 cm, das Gewicht bei 2,8 kg. Der Preis des guten Stücks liegt bei 159 Euro. Kommen wir auch noch gleich zu den Eigenschaften außen bei der Waffe. Das ist eine Vollmetallbauweise, wie wir finden, mit einem schönen schwarz-matten Finish. Das Holz, was wir hier verarbeitet haben, ist Echtholz mit schöner, detaillierter Eigenschaften, sowohl beim Handguard als auch beim Handgriff. Die Schaftkappe hinten ist gummiert, heißt wir haben einen schönen, angenehmen Sitz im Anschlag. Die Slinghalterung befindet sich vorne zum Anbringen eines Slings und die äußerlichen Parts sind hier auch G&P kompatibel. Also das heißt, ihr könnt verschiedene Rail-Systeme, Schäfte, Handguards, Zubehör, was der Teufel könnte alles anbauen, sofern es von G&P ist, ist alles miteinander kompatibel, überhaupt kein Problem. Schneiden wir nur noch schnell die Markings an. Wir haben einmal unser FM5-Eck hier unten, der Importeur und das 6 mm Kaliber. Auf der anderen Seite der Waffe findet sich einmal das Modell 870 Super Magnum Aufschrift und der 12 Inch für die Länge der Waffe. Das Magazin ist hier relativ simpel behalten, ist aus Kunststoff, wie gesagt, fast 22 Schuss und wird hier unten in die Waffe eingeführt, sofern es denn geht. Kommen wir nun zu den inneren Werten der Waffe. Im Inneren arbeitet eine Metallgearbox, sofern man das Gearbox nennen kann. Es sind zwei Metallshells, in der leider nur Kunststoffteile arbeiten. Das ist aber bei den M870 Federdruck normal, da es bei der G&P innen drin nicht anders aussieht. Was hier jedoch schön gemacht ist, ist, dass die G&P Tuning Teile auch in dieser M870 funktional sind, sind miteinander kompatibel, ist überhaupt kein Problem. Es können hier auch ARG Tuning Läufe bzw. ARG Hop-Ups eingebaut werden, um die Präzision auf weiteren Entfernungen noch weiter zu erhöhen. Wir haben es uns natürlich auch nicht wieder nehmen lassen, diese Waffe für euch im Praxistest zu testen. Dafür haben wir uns den Heiko rausgesucht. Dieser stellt sie euch jetzt kurz im Spiel vor. Wir wünschen euch viel Spaß beim Praxistest. Kommen wir nun auch schon zum Fazit der Waffe. Für den Preis von 159 Euro kriegt man hier eine sehr schöne, gut verarbeitete Waffe. Einziges Manko, was wir gemerkt haben, ist, dass der Handguard etwas wackelt. Ansonsten ist äußerlich alles sehr schön verarbeitet. Die kleinen Details im Holz, die Maserung, alles ist sehr schön verarbeitet. Ja, wir können hier auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen. Wir haben das Ding jetzt einmal im Team. Wir sehen uns demnächst wieder.
In dem Fall bleibt mir in der Hinsicht nichts anderes zu sagen. Rock and Load, euer Heubi, FV. Macht's gut.